So, schauen Sie mal. Das sieht doch schon mal sehr reizvoll aus. Wir hoffen, Sie werden nicht allzu schnell seekrank. Seit dem 1. April heißt es wieder Leinen los für die Ausflugsdampfer auf dem Rhein. Tausende Gäste werden in den kommenden Monaten erwartet. Und mit milderen Temperaturen kann so ein Ausflug ein großer Spaß für Klein und Groß sein. Vorbei an alten Schlössern, Burgen und dem berühmten Loreley-Felsen. Seiten von Deutschland, die viele, die es sonst in die Ferne zieht, zum Urlauben gar nicht kennen. Anna-Marleen Hove und Alina Quast nehmen Sie jetzt mit zum Saisonstart auf eine Fahrt und blicken dabei direkt mal hinter die Kulissen. Alle Mann an Bord, sie schippern wieder, die Ausflugsschiffe auf dem Rhein. Der erste Tag, muss mal gucken, ne? Wie alles noch mal funktioniert. Er hat hier auf der MS Vater Rhein das Kommando. Schiffsführer Alexander Kraus, 33 Jahre alt, seit 15 Jahren hinterm Steuer. Auf dieser Route kennt er Deutschlands längsten Fluss wie seine Westentasche. Ja, wir fahren jetzt nach Rüdesheim, dauert ungefähr so 15 Minuten. Morgens schön gemütlich, Maschinen müssen warm laufen. Ja, wenn wir jetzt direkt volle Pulle losfahren würden, ist Quatsch. Machen wir ja beim Auto auch nicht. Man macht erst ein bisschen langsam und also 15 Minuten ungefähr brauchen wir rüber und dann kommen die ersten Gäste. Aber bevor die an Bord gehen, muss alles klar Schiff sein, auch im Inneren. Check im Maschinenraum. Da gucken wir, ob auch genug Öl drin ist. Genau, das sieht gut aus. Haben wir hier die Welle. Ja. Das geht einmal nach hinten. Das ist wie beim Auto eigentlich, ne? Nur ein bisschen größer. Also PS haben wir hier 2x440. Das heißt, auf der Seite Steuerbord und Backbord jeweils 440 PS. Ja, Schnelligkeit ist immer gegeben von Strömungsverhältnissen, vom Wasser, wie tief ist das Wasser gerade. Ja, dementsprechend schnell können wir auch fahren. Prüfung abgeschlossen. Der Motor schnurrt und auch eine Etage höher ist alles in Schuss für die ersten Passagiere der Saison. Dann würden wir einmal in die Küche gehen. Hallo, morgen. Hallo, guten Morgen. Unser Käterer Herr Singh. Hier hat er das Kommando und schwingt den Kochlöffel. Zum Auftakt wird's deftig. Da gibt's heute Biersauce mit Krustebraten. Und dadurch will ich jetzt Malzbier reinmachen. Die Saison-Jungfernfahrt ist selbstverständlich gut gebucht. Neben Tagespassagieren wird hier heute ein 80. Geburtstag mit 60 Gästen gefeiert. Und die trudeln gleich ein. Ankunft in Rüdesheim. Alexander Kraus und sein Matrose haben auch das Anlegen nicht verlernt. Ein Schiff muss immer auf voraus und zurück zu festgemacht werden. Also wir haben jetzt quasi das Tau auf zurück, ne, also mit der Strömung, alles fest. Und das Tau ist quasi auf ein bisschen voraus. Viele Gäste haben ihre Tickets bereits gebucht. Für alle Spontanausflügler geht's noch an die Kasse. Zweimal Loreley. Und zurückweg. Ja. Also bis dann Uhr und nachmittags dann zurück. 52 Euro sind noch. Sekt für die Geburtstagsgäste, dann wird geschlemmt. Der Jubilar weiß schon, warum er als Location ein Wasserfahrzeug gewählt hat. Hat natürlich einen besonderen Reiz. Man fährt ja auf dem Rhein, es kann keiner davonlaufen, man sieht was. Nämlich die wunderschöne Rheinlandschaft. Der Rhein gehört zu den am stärksten befahrenen Wasserstraßen der Welt. Vorbei geht es an Burgen und Schlössern und dem sagenumwobenen Loreley-Felsen. Nach der Corona-Zwangspause zieht es die Menschen wieder an und auf Deutschlands Flüsse. Im vergangenen Jahr haben rund 645.000 Menschen hierzulande eine Flusskreuzfahrt gemacht. Für die Passagiere auf der MS Vater Rhein muss es nicht immer die ganz große Schiffsreise sein. Auch einen Tag lang den Fluss kreuzen reicht. Wir haben hier in Deutschland so schöne Flecklern, wo man muss nicht immer weg ins große Ausland. Immer ganz schön, so ein bisschen die Natur hier zu sehen. Und man kann ganz schön aus den Fenstern gucken und einfach zusammensitzen. Und ist eigentlich ganz nett so. Man kommt zur Ruhe, man kann sich so ein bisschen treiben lassen. Das ist vor allem Schiffsführer Alexander Kraus zu verdanken. In seiner Fahrerkabine hat er den Fluss fest im Blick. Ein großes Steuerrad sucht man hier vergebens. Wir haben jetzt hier diese zwei, sag mal, Joysticks. Ja, mit denen kann ich quasi separat Backbord und Steuerbord die Schrauben einmal um 360 Grad drehen. Das heißt, wenn wir jetzt zurückfahren würden, dann müsste ich quasi einmal um 180 Grad drehen.
und da sind unsere sozusagen unsere Gaspedale wie im Auto, unsere Gashebel. Verantwortung, ja, natürlich hat man hohe Verantwortung, aber ich sag mal, ich denke da jetzt nicht so krass jeden Tag drüber nach, oh Gott, wenn was passiert, und ich glaube, dann bist du auch fehl am Platz hier. Nach gut 5 Stunden ist die Schiffsfahrt für Gäste und Crew vorbei. Ausstieg in Bingen. Und Herr Kapitän, wie war nun der Saisonstart? Ja, an für sich eigentlich gut. Schiff liegt wieder an der Kette, wie man sieht, und das ist die Hauptsache. Die Fahrgäste sind wieder zu Hause. Ja, wir hatten rund 150 Leute heute. Wetter hätte ein bisschen besser sein können, aber ansonsten eigentlich ganz gut. Eigentlich ganz gut, das ist die rheinländische Entspanntheit. Wir wünschen der gesamten Bordmannschaft eine sonnige neue Saison, gute Fahrt und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel.